Himmel, was ist passiert? Pack dich jetzt ja nicht wieder fest. Danke. Wow. Pommes. So. Achso. Wir müssen ja ins Büro. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Boah, seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, dass irgendjemand vielleicht einfach klettern mag? Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Du bist schon tot, wie kannst du noch reden? Achso, wir sind ja schon da. Ey, wenn du Bettlerin zusammenschlägt, darf ich wieder sagen. Hallo, ganz ehrlich, es nervt, oder nicht? Nee, gib mir doch ein paar Münzen. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mu'allem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet. Der Großmeister des Hospitalitorordens? Eben jener. Und ich weiß bereits, wann und wo ich zuschlagen werde. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manches Mal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Yay! Entfernt diesen was macht er denn jetzt eigentlich mit der Feder? Vielleicht wie soll er die im Blut tränken? Wenn er sein Opfer zum Beispiel erwürgt. Oder im Fluss ertränkt oder so. Da hat er aber ein bisschen ein Problem. Hier, Ausgang. Hui! So, ab. Ich war doch da drin, willst du mich eigentlich gerade verarschen? Hier, weg. Boah, scheiße, ich meine mich noch an die Mission zu erinnern. Klingt so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Dann geht er in den Supermarkt und kauft Ketchup. Oh, Flagge! Na, da nochmal extra hochzuklettern hat sich ja richtig gelohnt. So, bevor es losgeht. Die Nase juckt. Er kann nicht bei Verstand sein. Och, Mann, Leute, stellt euch doch mal nicht so an. Würdet ihr mal 1000 Jahre später leben, wüsstet ihr, was hier los ist. So, wo ist man eigentlich hin? Darüber. Oh, Alter, ihr, du Idiot. Was bist denn du? Was denkt sich dieser Mann nun? Ja, nix, das ist ja das Tolle. Hallo? Danke. Was ist denn da ein neuer drauf? Schert euch vor. Himmel, was tut er? Aber ich brauche doch Geld her. Ich sollte euch auf der Stelle erschlagen. Meine Frau, er versucht mich zu töten. Hilfe! Ja klar, ich versuche dich zu töten. Mhm, ich habe nichts Besseres zu tun. Ach, jetzt geht doch da hoch. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, dann sollte er aufhören, sich als Knabe zu benehmen. Gute Nacht, Chris. Tod, Stephanie. So.
Ich war's nicht. Ihr habt ja nichts zu suchen. Ach, halt's Maul. Noch einer. Ich streue dich nieder. Na, geht doch. Oh, du hast mir schon wieder das Herz gebrochen. Es tut so weh. Was ist mit denen hier kaputt? Du wirst bluten. Ach, dann halt so. Hallo. Ja, genau. Ach Gott, wechsel doch einfach aufs Schwert, du Depp. Warum bin ich eigentlich nicht einfach vorne zum Eingang rein? Kann man das mal jemand verraten? Den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na, alles wird wieder gut. Nein! Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an! Nie wieder! Ist aber auch lustig, wie die alle exakt die gleichen Flecken auf dem Körper haben. Mir helfen! So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt! Ich hab's gesehen! Aber meine nicht! Nein! Meine kriegt ihr nicht! Ah. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle Beine. Boah. Aua. Es tut mir so leid, mein Gott. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Ich hab meine Tür. Das Schlimmste ist vorüber. So Ruhe. Und auch so einen komischen Schubser, da kann ich hier rein. Hau ab, Bauern. Was wollt ihr? Nur euch helfen. Nein, ihr wollt mich quälen. So wie immer seid ich hier mit. Ohne, dass wir jetzt mit einem reden und zeigt, dass wir Fortschritte machen. Oder habt ihr vergessen, wie es euch vorher ging? Ich kann mich nicht erinnern. Alles verschwommen. Ach, ihr werdet euch erinnern. Ihr werdet sehen. Toll. Ernsthaft, es läuft dann in die Richtung. Boah. Hör auf mich zu schubsen, ey. Schubst doch mal jemand anderen.
Soll ich lieber auf den Sack gehen? Ja, ist okay. Wie habt ihr das geschafft? Es war nicht einfach, seid ihr sicher. Ihr habt dagegen angekämpft, wie die meisten. Aber jetzt ist es vollbracht. Der schwere Tag ist vorüber. Ernsthaft? Du musst jetzt hier durchrennen? Willst du mich eigentlich gerade verarschen? Was gibt es? Wieso hat der Olle eigentlich ein Schwert? Ach, jetzt such dir doch wenigstens den richtigen aus. Mann! Wieso schlecht? Kann er denn nicht mal kurz tot machen? Er ist doch ätzend. So. Mann! Befreit euch von eurer Last. Toller Autofokus. Scheiß Ding. Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heil? Welches Heil? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war. Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und es ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es sind Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Jemand muss eingreifen, bevor sie sich wehtun. Ja, schön. Kämpf doch einfach gegen die Wand. Ja, kletter doch ruhig mal da hinten rum. Ist okay. Wie konnte ich hier nur verlieren? Ja, das ist alles. Nur muss ich zugeben, kann ich auch nicht ganz verstehen. Ja, genau. Pack dich wieder überall fest. Dieser Mensch, ne? Und seine Sprungfähigkeiten sind. Ach, weißt du was? Aua! So. Ja, komm. Danke. Okay, nach ein paar Motten scheint es irgendwie, keine Ahnung, aufzugeben. So, gehen wir mal Richtung Heimat und hoffen, dass wir jetzt erstmal eine Weile unsere Ruhe haben, bis wir da sind. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt geh doch da hoch.